Vogel Wilfried mein Name, bin seit 18 Jahren beim Schlotterer, arbeite im Vertriebsinnendienst, betreue mit einem Außendienstmitarbeiter einen Kundenstock. Bei mir ist das das nördliche Niederösterreich. Mein Arbeitsalltag besteht eigentlich zu einem sehr hohen Prozentsatz aus Telefonieren. Ich betreue die Kunden telefonisch mit technischen Abklärungen, mache die Reklamationen, mache Angebote, mache alles, was rund um die Kundenbetreuung anfällt, ist mein Aufgabengebiet. Ich war auf Arbeitssuche, habe ein Zeitungsinserat gelesen, mir ist die Firma aufgefallen, habe mich dann ein bisschen informiert und habe dann relativ rasch die Stelle bekommen und bin jetzt seit 18 Jahren da und bin relativ begeisterter Schlotterer Mitarbeiter. Erstens einmal, das tue ich sehr gerne die Kunden betreuen, aber es ist, passt das ganze Umfeld. Ich habe 4 Kinder. Sind alle in der Zeit, wo ich jetzt beim Schlotter auf die Welt gekommen und ich habe immer das so toll gefunden, dass ich Familie, Freizeit und Arbeitsstelle relativ lässig miteinander verbinden kann. Das heißt, ich habe nie ein Problem gehabt, wenn es Probleme mit Kindern gegeben hat, was ja passieren kann, weil sie einmal krank wären. Meine Frau ist genauso berufstätig, also es hat nie ein Thema gegeben und diese relativ freie Zeiteinteilung, das relativ freie Arbeiten, das ist für mich einer der Hauptaspekte, dass ich irrsinnig gern beim Schlotter arbeite. Also in den letzten 18 Jahren, wenn ich bedenke, wie ich angefangen habe bei Schlotterer, waren wir im Vertriebsinnendienst. Die Kundenbetreuer waren, glaube ich, 4 Leute, jetzt sind wir so um die geschätzt 20 Leute. Also wir sind ein extrem wachsendes Unternehmen. Es hat sich das ganze Arbeitsumfeld für uns Mitarbeiter extrem verbessert, weil sich die ganze Technik verbessert hat. Wir sind einfach von einem mittelständischen Unternehmen zu einem richtigen großen Industriebetrieb geworden und haben auch die ganze Organisationsstruktur so mitentwickeln können. Wir arbeiten im Team zu 6 zusammen und wir haben ein extrem gutes Einverständnis. Wir ergänzen uns, in den Abläufen ergänzen wir uns. Zum Beispiel mache ich sehr gern diese ganzen technischen Abklärungen, was Steuerungen und Motoren betrifft. Und die anderen machen halt lieber Angebote zum Beispiel. Und da ergänzen wir uns recht gut und wir haben ein sehr gutes Betriebsklima. Also ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich so gern hier bin, ist einfach, dass ich relativ frei arbeiten kann, wie ich meine Kunden betreue. Wie das Vertrauen zu denen aufbauen, wie sie das Vertrauen zu mir aufbauen, ist eigentlich uns überlassen oder mir überlassen und das funktioniert relativ. Es redet mir eigentlich niemand in die Arbeit rein und ich kann das sehr frei gestalten, so wie ich das haben möchte. Ob das jetzt im zeitlichen Rahmen ist oder ob das auch in der Art und Weise ist, wie wir die Kunden betreuen. Natürlich muss man den Rahmen, den Schlotterer vorgibt, einhalten, das ist natürlich klar. Eines meiner Hobbys ist, dass ich Gemeindevertreter in Hallein bin und dadurch, dass wir relativ flexible Arbeitszeiten haben, ist das sehr gut vereinbar, eben wie zuerst schon gesagt, mit Familie und mit der Freizeitgestaltung. Wir haben 3 oder 4 verschiedene Essensanbieter, wir können das über den PC bestellen und ich nutze das relativ häufig und du hast auch die Möglichkeit, dass du das Essen selber mitnimmst und das auch dann in der Küche aufbereiten lässt, also aufwärmen lässt. Ich glaube, dass die Arbeitsbedingungen, da ist jetzt die freie Zeiteinteilung, das relativ freie Arbeiten, die Rahmenbedingungen sind so optimal, dass man gern hier arbeitet. Ich kann mir das anders nicht vorstellen. Ich glaube, das Gesamtpaket passt einfach extrem gut.